Hallo und herzlich willkommen, das sind die Dashcam Stories mit der Folge 42. Und während wir hier mit Chris 63 durchs Wohngebiet zotteln, freuen wir uns extrem über diesen Mercedes-Fahrer. Denn er winkt hier ganz hektisch und möchte uns gerne vorbeilassen. Er sieht leider nicht, dass wir Gegenverkehr haben und deswegen noch nicht fahren können. Aber da wir noch ein bisschen Zeit haben bis zum Radfahrer, um den es eigentlich geht, herzlich willkommen Kanalmitglieder, schön, dass ihr wieder da seid. Ihr wollt auch Kanalmitglied werden? Na dann schaut mal oben in die Infobox. Als Kanalmitglied bekommt ihr übrigens die meisten Videos ein Stückchen früher zu sehen. Ich liebe diese Zeitrafferaufnahmen, aber jetzt sind wir gleich da. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Ich sehe die Gehirne arbeiten. Na, wo kommt das her und wer hat das gesagt? Ihr habt's gewusst, es war Schiller, Wilhelm Tell, um's genau zu sein. Angewandte Literatur, toll, was? Nur falls eure Kids mal fragen, wozu sie das lernen müssen. Na, ihr habt ein Beispiel. Manchmal hat man ja das Gefühl, in Wohngebieten gelten andere Verkehrsregeln. Das kann's nicht sein, oder? Doch, das war das Recht des Stärkeren. Das wäre was für ein Anzeigenhauptmeister, der würde sich hier freuen. 50 bis 100 Euro Bußgeld und in schweren Fällen ein Punkt, ja, ja. Der arme Radfahrer ist vor Frust schon auf dem Gehweg ausgewichen und verwandelt sich jetzt kurz in einen Bus. Wohngebiet-Metamorphose nennt sich das. Nett, wie er sich 100-mal entschuldigt. Oh je. Und deine Reaktionsgeschwindigkeit war super. Tipptopp. Auch Alinchen möchte irgendwie durchs Wohngebiet, nur dass hier Stau ist. Und im Stau passieren auch die seltsamsten Dinge. ₹1,50 waren das nicht, geht aber auch nicht so richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass die Meinung von Autofahrern und Radfahrern hier deutlich auseinandergeht. Ein paar Sekündchen später dann das hier. Da wird er durchgewunken, das ist aber nett. Oh, und er denkt sich, Mensch, hätte ich den vorher mal nicht rausgelassen. Und dann darf natürlich auch die Ungeduld nicht fehlen. Hier mussten jetzt zwei bremsen, damit einer fahren kann. Wenn du nicht an deinem Porsche hängst, na dann gib ihn mir, ich pass drauf auf. Und hier habe ich eine verwirrende Verkehrssituation für euch. Auf der rechten Seite stehen immer wieder Umleitungsschilder. Der Einsender sagt, man darf hier nicht links abbiegen. Oh, habt ihr die Schilder nicht gelesen? Der Einsender hat recht, aber aus einem ganz anderen Grund. Tatsächlich muss man den Pfeilen nur dann folgen, wenn zwischen den Pfeilen Leitlinien oder Fahrstreifenbegrenzungen markiert sind. Oder einfach ausgedrückt, wenn die Spuren auch noch durch eine Linie getrennt sind. Wäre die Linie nicht da, dann dürfte der LKW trotz geradeaus Pfeil links abbiegen. Und die ganze Umleitung hat damit erstmal überhaupt nichts zu tun. Tja, und nun steht er im Weg. Wenn hier wirklich irgendwo eine Umleitung ist, dann finde ich das extrem schlecht ausgeschildert. Und wer jetzt hier überholt, bei dem Regen und bei dem Gegenverkehr, der ist für mich ein potenzieller Mörder. Weil wenn's schief geht, dann ist immer noch ein Unschuldiger beteiligt. Und das Ganze für ein paar Minuten Zeitgewinn. Die Zeit kannst du zum Beispiel auch rausholen, wenn du nicht so lange auf dem Klo hockst. Ich sag dazu, Oldtimer! Warum heißt er 601? 600 wollten ihn, einer bekam ihn. Also manche Leute sind total seltsam. Schaut mal den vor uns an. Also auch diese oben, den Bilder hinten und diese... Jetzt wird ihm das Warten zu doof und sein Ziel liegt plötzlich in der anderen Richtung, oder? Mensch, der Arme. Bestimmt ist ihm gerade aufgefallen, dass sein Autoschlüssel nicht in der Jackentasche ist. Das könnte auch ich sein. Links ist jetzt frei. Was sind die Lipps?
gibt jetzt noch eine Parking, nur weil er damit da drüben war. Da weiß ich auch nicht. Sogar die Zange ist kurz weggerutscht. Kunst dann eben von vorne ins Licht schaust, oder? Nein, sie hat doch geschaut. Sie hat auf dich gewartet, um genau dann zu fahren, wenn du kommst. Ja, da kam noch einer, der fuhr nur mit Tagfahrlicht. Und man sieht ganz deutlich, dass man den viel später sieht als den anderen mit normalem Abblendlicht. Aber wenn man an so einer Stelle zum Überholen ansetzt, dann ist das Licht auch schon egal. Dann sieht man nur den Einschlag etwas früher. Und noch ein kleiner Funfact. Hier wird es zweispurig und man kann problemlos überholen. Da vorne kommt eine Engstelle und ganz viele Autos, die da schon drin stecken. Ha, und jetzt kommen wir. Jetzt dürfen sie sich alle eine Lücke suchen, damit wir jetzt hier durchkommen, weil wir haben ja recht. Leider wäre das in der Welt von vielen so gelaufen, aber es gibt auch andere. Denn ganz ehrlich, was hat er jetzt davon, wenn die alle eine Lücke suchen und nur ein einziger keine findet? Dann braucht er Stunden, um hier durchzukommen. Deswegen ist es viel leichter, einfach kurz zu warten, die alle durchzuwinken und sich eine Positivente abzuholen. Und wenn Männer jetzt in den Spiegel schauen würden, dann hätten Männer auch gesehen, dass wir kommen. Warum Männer nicht in den Spiegel schauen? Na, sie haben einfach Angst davor, dass ihr Spiegelbild sie so mit Ehrfurcht erfüllt, dass sie einfach erstarren würden. Was ja im Straßenverkehr auch nicht das Beste ist. Da vorne links, da steht ein Rollstuhlradler. Aber als was zählt das Gefährt nun? Als Rollstuhl oder als Fahrrad? Ja, Videos sind toll, da kann man einfach die Rotphasen überspringen. Oh, der P ist ganz schön los. Aber wisst ihr was? Eigentlich geht's um den gar nicht, sondern es geht um das, was jetzt kommt, während wir noch fasziniert und abgelenkt dem Rollstuhlradler hinterher schauen. Ich hatte gerade tatsächlich überlegt, ob ich mal Fenster aufmachen. Oh scheiße, ich glaube, sorry Junge, dich habe ich jetzt gerade voll übersehen. Er hat dunkel gekleidet, nicht zu erkennen. Scheiße. Sorry, den habe ich gerade echt nicht wahrgenommen. Wartet, ich zeig's euch nochmal. Ablenkung, Dunkelheit und dunkel gekleidete Fußgänger. Viel Zeit hatte er nicht. Bei der Top 10, was Leute tun, wenn sie es eilig haben, wäre der hier ganz weit vorn. Spinnt die eigentlich, oder was? Ja, spinnt die. Video geschützt. Was zur Hölle? Oldtimer! Danke, Horsi. Mehr Oldtimer seht ihr auf seinem Kanal. Oh ja, endlich mal wieder Stau. Und wie schafft man es, dass sich auch der Querverkehr bald staut? Ich meine, das geht doch nicht, dass die noch fahren können. Nach gemeinschaftlicher Absprache wurde entschieden, die Spur jetzt dicht zu machen. Komm, fahr drauf, da geht noch einer, los! Und am Ende wird er noch auf unsere Spur gewechselt. Ihr seid alles Helden. Quark, Wedel, fein gemacht. Jetzt haben wir genug über Autofahrer gelästert. Jetzt sind die Radfahrer wieder dran. Ja, vielleicht steigst du einfach mal ab, Mädchen. Nein, auf gar keinen Fall. Da ist man doch viel zu langsam. Wir haben es doch eilig. Außerdem wäre es uns knallrot gewesen. Apropos eilig, schaut mal, da ist noch so einer. Ich hätte da Angst, dass einer mich übersieht. Ich würde da nicht durchfahren. Ihr? Oh, der Radfahrer da. Oh, fahrt den ja nicht um. Passt auf den auf. Puh, dieses Mal ging's gut. Um den hatte ich jetzt echt Angst. Zwei Spuren gehen um die Kurve, vier kommen raus. Das kann nur Chaos geben. Kladonk, da haben sie sich getroffen.
Schaden hier ungefähr 3000 bei dem einen und 800 bei dem anderen Fahrzeug. Wäre mal an der Zeit, die Linien nachzuziehen. Die Ausfahrten in Gewerbegebieten, die sind ja meistens recht breit. So breit, dass da bequem zwei oder drei Fahrzeuge nebeneinander durchpassen würden. Es sei denn... Oh, bitteschön, fahr mal auf deiner Spur. Unglaublich. Und sein Ego hat es auch nicht zugelassen, dass irgendwer vor ihm fährt. Das ging auf keinen Fall, da musste man noch überholen. Und während wir uns jetzt noch ein bisschen über den da vorne aufregen und feststellen, dass unser Einzelner ja noch immer zu schnell fährt, sind wir leider auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank nochmal an alle Videoeinsender und alle, die noch nicht abonniert haben, könnten mir einen riesigen Gefallen tun und auf den Abo-Knopf drücken. Euch kostet's nichts und mich macht's super glücklich. In Verbindung mit der Glocke werdet ihr sogar noch auf neue Videos aufmerksam gemacht. Natürlich nehme ich auch gerne ein Like oder einen Kommentar. Kommt gut durch die Woche, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi!